Abfahrt um 16.17 Uhr. So, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Trainsimulator 2016. Hier auf meinem Kanal. Wir befinden uns auf der Strecke Berlin-Wittenberg. Wir fahren heute eine BR 442. Also, wir befinden uns Berlin Hauptbahnhof mit dem Talent. Ja? Wir fahren jetzt hier mit dem Talent 2 Zug einmal zum neuen Flughafen als Regionalexpress hier. Schön mit VBB Repaint. Auch hier reinguckt, dann sieht man Verkehrsbund Berlin-Brandenburg, hier Berlin Hauptbahnhof. Jetzt ab Fahrplanwechsel Dezember 2012. Na, da gab es das jetzt noch nicht ganz, aber ja, das sind wir. Und ja. Dann können wir losfahren. Szenario so wurde von Bear System erstellt, dadurch auch die Ansagen. Ja. Triebzock hier, der Talent 2 ist von Steam. Ich glaube 11,99 oder so hat er gekostet gehabt. Und halt mit dem Sound Update von Bear System und dem Repaint hier, VBW. Und dann habe ich noch irgendein anderer Mod hinzugefügt, keine Ahnung welche. Und ja, für dieses Szenario braucht man unter anderem, also braucht man eigentlich nur noch das Trend Team Berlin Szenario Packet für Berlin-Wittenberg hier, Volume 1. Damit man eben hier die Züge haben kann. Nächster Halt, Berlin Potsdamer Platz. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn sowie zur U-Bahn. So, hier, Potsdamer Platz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Habe ich jetzt nicht ganz aufgepasst mit dem Bremsen. Ich dachte, hier kann man vielleicht rausgucken. Es so machen.
war relativ schmutzig, ist mir aufgefallen. Trittstufen reinfahren lassen. Zug ruckelt immer relativ, also nicht ruckelt, sondern er setzt sich so schwunghaft in Bewegung. Voll irgendwie. Oh. Der nächste Halt ist Südkreuz. Jetzt kommen wir hier gleich aus dem Tunnel raus und erqueren die Zugstrecke der 2. Und anderen vorbei hier am Volkspark Gleisdreieck oder irgendein Park Gleisdreieck. Vor allem links auf der Seite und hier rechts auf der Seite ist so ein großer Park. Hier kommt die U-Bahn. Steht hier auch was drauf. Ruhleben. Da fahren beide wohl nach Ruhleben. Nächster Halt Berlin Südkreuz. Dort haben Sie Anschlussmöglichkeiten an Züge des Nah- und Fernverkehrs sowie zur S-Bahn. Für Ihre Anschlüsse achten Sie bitte auch auf die Aushänge- und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Genau. Hier, wenn wir jetzt rausgucken, der Zug ist relativ schmutzig. Könnte am Winter liegen, aber... Ah Mist, wie kriege ich denn das jetzt? Ah. Wir können nämlich die ZZA einstellen. Ganz vergessen. Wir fahren ja zum Flughafen BBI. Da hinten. Fast 40 Kilometer entfernt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich muss sagen, vom Aussehen, außen her, finde ich ihn nicht so toll. Gefällt er mir nicht so gut, aber im Inneren gefällt er mir schon ganz gut. Und wir halten nochmal hier ein. Hier steht eine S-Bahn. Ah, fährt jetzt auch los. Stehen. So. Ich Ich wollte gerade sagen, da habe ich gerade das Thumbnail aufgenommen. Ja
Denk mal, wir können los. Leuchten auf jeden Fall gut. Genau so ist es. Dann kommt noch mal eine S-Bahn. Ja, da waren Mikrofone, genau. Guck mal gerade, was wir hier für Knöpfe haben. Naja, alle nicht bedienbar. Ist der Richtungssender. Ah, Tempomat hier, sehr gut. Mal gefragt, wie der funktioniert, aber das ist natürlich auch schön. Fahren gerade zwei S-Bahn-Züge lang. Hier auch. So brauche ich gar nicht gehen, der Zug schafft ja nicht mehr. Kann man auch bremsen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Eingefahrener Zug auf Gleis 1, S25 nach Teltow Stadt. Wir gucken mal nach, ob da auch wirklich eine S-Bahn steht. Dann ist ja gut. So. Jetzt haben sich gerade die Türen geschlossen, finde ich schade. Na gut, kann man leider nicht ändern, ne? Gucken wir halt dem Zug bei der Ausfahrt.
fährt gerade die S-Bahn vorbei. S-Bahn. Intercity. Da fährt unser Zug definitiv am anderen in der S-Bahn vorbei. Ja, auch ansagen. Türen gehen auf jeden Fall auf. Ja, wir gehen mal in unseren Zug. Da stehen auch zwei S-Bahn-Züge. Einer fährt, Entschuldigung. Also wir fahren gleich an Teltow vorbei. Dort kann man ja umsteigen in den 601er oder in den X1er. Dann bis Teltow Stadt zum Beispiel fahren. Ah, fuhr noch ein Zug vorbei. Ich finde die Kameraansichten ganz gut. Zack. 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 Ah. Schön. Gefällt mir. So. Dann kommen wir jetzt gleich auch schon an Großburg-Wedel vorbei und fahren dann rechts ab zum Flughafen. Kommt gerade ein ICE an uns vorbei. Er hat sogar einen Namen, aber ich weiß nicht welchen. Hört sich so ein bisschen an wie die Bernhard des Stadlers GTWs, oder? Nur halt in verlängerter Form. Eine 143 von einer Nebenbahn, RBH. An dem Güterzug bespannt, relativ laut. Oh, dieses Kurvenquietschen, ein Genuss. Wirklich
wirklich toller Sound. Wir überqueren jetzt gleich nochmal die Hauptstrecke Richtung Nutterstedt-Wittenberg. Fahren dann, ich glaube, konsequent mit 120 km/h durch bis nach bis zum Flughafen. Kann auch sein, dass es zwischendurch 160 sind. Bin mir da aber nicht ganz so sicher. So. Also eigentlich lohnt es sich gar nicht zu beschleunigen. Vollgas, hier die Strecke nach Lutherstadt-Wittenberg. Und dort dementsprechend nach Berlin. Ja, 116 dürfen wir gleich fahren. Jetzt fahren wir nur noch 15 Kilometer. Dann Flughafen angekommen. Hinter der Kurve dann die 160. Sehr schön. Bremst ja kurz ab, damit es nicht zu schnell wird. Signal hier zeigt nichts an. Entgegen. Oh, war der laut. War richtig laut in meinen Ohren, ey. Naja, egal.
fahren jetzt hier gleich am Bahnhof Niedersdorf vorbei. Ja. So, sind jetzt 8,6 Kilometer vom Flughafen entfernt. Ja, ich glaube, das ist halt ein fiktives Szenario, weil die Strecke zum Flughafen steht ja schon, aber es wird halt kein Zug bisher dorthin fahren, dadurch, dass halt der Flughafen nicht eröffnet ist. Hier das Zeichen. Ach ne, für Stromabnehmer rauf, wa? Egal. Wir können auch ein bisschen ökologisch fahren, ohne Stromabnehmer. Ja, weil wir rollen ja von ganz alleine. Wir rollen sozusagen einfach in die 120 hinein, wo wir wahrscheinlich ein bisschen abbremsen werden müssen. Ne, abbremsen müssen so. Hier kommt auch schon ICE. Dann begeben wir uns gleich in den Tunnel. Ich hab mich gerade so todeserschreckt, Alter. Oh. War gar nicht darauf vorbereitet, dass da jetzt ein Flugsound kommt. War gut gemacht, definitiv. Nächster Halt, Flughafen Berlin-Brandenburg. Dort haben Sie Anschlussmöglichkeiten an Züge des Nah- und Fernverkehrs. Sowie in Richtung Günzdorf-Waldstadt, Königswusterhausen, Lübbenau, Spreewald und Berlin Hauptbahnhof sowie zur S-Bahn. Für Ihre Anschlüsse achten Sie bitte auch auf die Aushänge- und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ja, zwischendurch hat sich mein Spiel einfach wieder kurz minimiert. Habt ihr dann wahrscheinlich einen Blackscreen gehabt? Nix gehört. Ah ja. Wollen wir mal jetzt nicht meckern. Mario hat ja eigentlich ganz Spaß gemacht, vor allem mit den Ansagen.
Wir heben da mal einfach den Panto, weil jetzt brauchen wir ihn definitiv. Ja. Also, brauchen nicht wirklich, aber. Sehen, was wir jetzt stromfrei gefahren sind. Könnte schon fast ein neuer Südkreis sein, dieser Bahnhof. Eigentlich gar nicht mal scheiße. Gerade noch eine S-Bahn. Also eine Einfahrt für. So, und ich verabschiede mich schon mal. Danke fürs Schauen hier. Wird das eingefahren, das Szenario ist damit beendet. Und uns beim nächsten Mal. Tschüss.